Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft. Back to Game. Oh, heute sind wir aber mal Full House hier. Halli, hallo an alle. Wer ist denn da? Märchen ist da, der Ma ist da, ich auch und Schuhsein. Okay, wir waren zuletzt ja hier in der in dem kleinen Turm und haben den ja soweit auch eingerichtet, außer ganz oben, wo ich dann gleich wieder extra hochrennen muss. Die Schlafräume, sagen wir mal 4 Betten, wollen wir da irgendwie unterbringen. Ob das klappt? Ich habe noch keine Ahnung. Da ist der Schuhsein. Oh, heute sieht er etwas anders aus. Fast wie im richtigen Leben, wenn ich das mal so sagen darf. Hast du den schon gesehen, Märchen? Müssen wir dir mal angucken. Sieht wirklich fast aus wie in echt. Nur die Haare sind zu gelb. Hier unten. Ha! Cool. Von vorne. Was wird das hier? Ich bin gespannt. Ich könnte jetzt auch eine Folge lang zugucken, was der Marder macht. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Wahrscheinlich nicht. Das wird auf Dauer dann irgendwie langweilig. Ich bin jetzt mal so gemein und pflanze hier ein bisschen Licht drüber oder so. So. Dachte, du könntest vielleicht etwas Licht gebrauchen. Ja, okay, wenn nicht, dann macht das bestimmt auch wieder... Ah, danke, gut, dann habe ich da ja nicht dazwischen gefunkt und es hat gestört. Das mache ich ja, möchte ich ja möglichst nicht. Alt, war da unten? Ach, da haben wir schon eine Kiste, okay. Ich wollte gerade sagen, da war noch Platz für eine Kiste und es wäre ja Blödsinn, den Platz hier in diesem engen Gebau einfach so ungenutzt zu lassen. Das finde ich eigentlich echt cool, das da. Das geht so, das ist auch okay. Und hier war noch, hier war jetzt noch Schlafraum und da oben war dann noch, man könnte natürlich auch hier die Betten hinstellen, ne, ganz oben. Weil hier kriege ich ja irgendwie keine Betten hin, aber was mache ich dann hier? Die Ausrüstungskammer weiß ich nicht, aber hier kriegt man ja locker 1, 2, 3, 4, das ist doch super, 4 Betten, das ist doch schon mal ganz schön klasse. Und natürlich brauche ich mal das und das und Bücherregale waren ja bei den normalen Baublöcken. Da machen wir mal hier ruhig einmal. Sie ist ja ein belesenes Völkchen, was auch immer. Oder machen wir das so? Und die da weg. So. So. So könnte man das auch machen. Ich glaube, das finde ich fast besser. Ich glaube, das finde ich fast besser. Oh, Okay, ich hätte ja auch sein können, dass der da weg kann, aber dann eben nicht. Und da kann... Da, ach nee, da ist diese... da ist der Felsen. So, natürlich haben die auch hier schon hier zur Abschreckung. Ach, dann kann man den da vielleicht auch von der anderen Seite hinsetzen. Na, machen wir das so. Das ist ja auch nur zur Abschreckung. Hier ein aufgespießter Creeper-Kopf. Und da vielleicht... Nee, da nicht. Nein. Nein. So ist es jetzt ja noch ein bisschen nicht so ganz so. Nee, da machen wir mal... Nein. Da machen wir einen. Einen Steintisch hin. Einen schönen Steintisch. Und da machen wir natürlich auch einen Steintisch hin. Und dann haben wir ja gleich nur noch hier unten. Was kommt denn hier noch hin? Da ist ja noch so viel. Da ist ja quasi noch Platz. Achso, da können ja auch noch 2 Kisten hin. So. Ja, dann würde ich sagen, das ist dann das, und da oben. Kommt da oben noch was hin? Da könnte man ja theoretisch. Könnte man da ja mal eine Lampe runterhängen lassen. Und auch ruhig mal eine mit elektrifizierter Tät. Hätte ich mir jetzt vielleicht den Hebel noch holen sollen, aber... Oh nein, ich will nicht runter. Nein, ich will da nicht runter. So, hoch. Da, zack.
So, so, den brauchen wir nicht mehr. Den Hebel brauchen wir. Den packen wir einfach mal dahin. Was passiert, wenn ich den ausmache? Den auch. Man kann ja eigentlich an jeder Seite einen Hebel, ne? Sobald einer an ist, ist es an. Und wenn sich dann alle vier einig sind, dann machen das aus. Ja, ist doch okay, das kann man ja machen. Man könnte den natürlich auch da drunter machen. Finde ich das jetzt besser da drunter oder finde ich das besser da... Ah, ein Teppich wäre ja hier auch nett, aber da geht es ja gleich in die andere Etage. Weiß ich nicht, ob ich das besser finde, wenn der da drunter ist. Ich glaube, ich mache den mal da drunter. Ups, und mache den auch gleich an. So. Und jetzt muss ich mal eben so kriegen wir hier noch ein paar Bildchen unter, so Zweier vielleicht. Ich meine, okay, das ist bei Dreier Wänden natürlich ein bisschen blöde, aber ach, dann machen wir auch das hier. Ja, nee, ist okay, den machen wir nicht. Da können wir ja auch ruhig ein bisschen hier mehr hinmachen an Bildern. So, da vielleicht noch, das war jetzt der Schalter. Nee, nicht zweimal die gleichen. Nee, das ist auch doof. Nein. Ach Mann. Ach, das hätte ich doch. Nee, das ist auch über. Das auch nicht. Nein. Ja, dann nehmen wir das Schaf da eben weg. Und den nehmen wir da weg und packen den da hin. Alles voll und vielleicht noch ein paar Item-Frames, das können wir auch. Hier können wir ja dekorieren, bis wir umfallen quasi. Ein paar Eisenschwerter, Goldschwert, vielleicht auch noch sowas wie eine schöne Rüstung oder so. Oder mein Lieblingsrüstungsteil, diese Mütze hier. Und natürlich eine Goldrüstung ist ja auch klar. Und da können wir jetzt hier mal so richtig schön alles... das sieht doof aus mit der Mütze. Das sieht doof aus. Zack, da können wir ja, aber im Prinzip können wir da ja alles reinpacken, was wir wollen hier. Das ist ja, hier ist ja jede Menge Platz und kann man sogar zwei, ja, man kann sogar zwei. Zack. Und dann heißt das auch, man kann da noch ein und dann machen wir da mal das Goldschwert rein. Ist da doch ein Pixelfehler? Nein, da ist kein Pixelfehler. Ich bin mir ganz sicher, dass da kein Pixelfehler ist. Vielleicht sollte ich das aber nochmal testen. Ja, ich glaube, viel voller kriegen wir das hier jetzt nicht und die Lampe hängt mir ein zu tief. Da muss ich wohl bei Redstone glotzen. Das scheint mir doch irgendwie besser zu sein. So, ich glaube, so finde ich es besser. So. Jo. Man könnte jetzt noch Spinnenweben machen, aber hier wohnen so viele. Einer davon wird bestimmt mal putzen. So, und was machen wir jetzt hier rein? Das ist eine gute Frage, ne? Was machen wir hier rein? Was haben wir denn überhaupt hier? Ich weiß es nicht. Was kann man denn hier mal rein? Was könnte man denn mal bitte hier reinpacken? Eigentlich nichts, ne? Ein Schlückchen trinken geben. Ach, dann machen wir hier noch so ein Sitzteil hin. Hier, komm, was soll's. Schön an... was hatte ich für Tische? Ich hatte, glaube ich, Steintische da unten. Und dann machen wir... Ah, wir brauchen auch unbedingt noch Musik, ne? Musik muss unbedingt sein. Und wir könnten natürlich auch sonst hier mal ein paar Pflanzen in die Botanik setzen. Das vielleicht auch. Und ganz, ganz, ganz eventuell den da. Und dann machen wir hier einfach mal irgendwie... einfach so, hier machen wir mal, Sätze sollte man durchaus auch mal zu Ende sprechen. Ich glaube, wir hatten da unten die ganz dunklen, dann nehmen wir die jetzt auch mal.
Zack und zack. So, und dann machen wir hier mal so ein. Machen wir den hier? Da kommen wir raus. Na, dann machen wir mal. Machen wir mal dahin. Oder? Ja, da ist glaube ich besser. Weil die Weil. Achso, nee, ist auch scheiße. Dann machen wir den dahin. So, und dann machen wir da. Machen wir hier aber ein bisschen was Grünes hin hier. Zack. Und das heißt auch, ich brauche mal ein Wasserbottich-Eimer. Ein Wasser-Wasser-Eimer. Da kommt nämlich Wasser rein, Wasser rein. So, und dann brauche ich mal, ich glaube, ich nehme mal irgendwie ein paar steinerne Half-Slips. Und pflanzt da mal eben den und den und den hin. So. Okay, noch was? Nee, aber ich hatte doch eine Blumenvase hier. Da könnte ich auch noch mal was reinpflanzen. Zum Beispiel wieder so ein. Das ist ja immer nicht so verkehrt. So, dann ist hier also quasi die Botanik. Und ich hatte ja auch irgendwas von Aufenthaltsraum gesagt. Das heißt, vielleicht ist dieser dann doch ein bisschen im Wege. Zack. Und da kommt die Musikbox hin. Und dann, wenn wir denn schon einen Aufenthaltsraum machen, dann machen wir auch einen richtigen. Dann kriegen die da auch noch so ein Bücherregal hin, obwohl das da eigentlich einer drüber ist. Nein, das muss da nicht hin. Vielleicht da drüber oder da. Da so. Könnte man machen, ne? Könnte man rein theoretisch machen. Sieht das aus? Nee, sieht nicht aus. Vielleicht, wenn ich da noch so ein Blumentöpfchen drauf setze. Das könnte man machen, aber dann mit einer anderen Pflanze bitte. Dann bitte auch einmal was, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Wie sieht denn das da wohl drin aus? Ah, Gras kann man nicht pflanzen. Okay, dann kann man die wahrscheinlich auch nicht pflanzen. Ach, dann kriegen die hier nochmal so einen anderen Baum dahin. So, zack. Okay, alles klar. Oben ist fertig. Hier ist, glaube ich, auch soweit fertig. Alles klar. Klar, soweit. So, hier ist fertig. Hier auch, hier auch, hier auch, hier auch. Hier ist fertig. Das ist der eine. Und dann ist hier, glaube ich, unten das Lager. Und hier geht es dann in die große... Huch. Ups. Wie lange war ich denn da drin beschäftigt? Huch. Holla. Ein Pisten. Cool. Ein Riesenpisten. Cool. Was macht der? Auf einem riesen Amboss. Ach du meine Zeit. Ach du meine Fresse. Das natürlich, das nimmt natürlich hier ein bisschen den Blick auf das große Loch. Das irgendwie. Holla, da muss ich aber an den Wänden, muss da echt noch was passieren hier. Was wird das? Gucke ich da jetzt doch mal zu? Ich weiß, ich könnte jetzt auch eine Tüte Chips holen und zugucken. Eigentlich sowieso eine gute Idee, aber vielleicht dann doch erst nach der Aufnahme. Dann könnte ich ja mal eigentlich hier vielleicht noch ein bisschen weiter bauen. Da ist glaube ich alles okay. Das war okay. Ich muss hier noch mal eben kurz durchgucken, ob es noch irgendwo was gibt, was ich noch ändern wollte. Hier von den, aber das sieht hier soweit alles gut aus. Hier ist auch alles gut. Und von hier kann man noch irgendwo rein, ne? Von da kann man rein. Okay. Wie machen wir denn den Eingang? Ach so, ich kann ja noch mal eben hier. Haha. Da ist ja nicht so. Ich darf ja nicht das Wichtigste vergessen. Nämlich die sichere Querung. Was denn? Ich sag gerade irgendwas. Schüttelt den Kopf. Also nichts Dramatisches. Hoffe ich. So. Ne, den doch nicht. So. Und hier natürlich auch das Gleiche. Ach, ist das schön, auch mal so ein paar
so ein paar sinnhafte Details wieder zu machen. Nicht nur so ganz große Bauten, sondern auch ein bisschen was, was dann das Ganze auch mit, ja, irgendwie mit Leben füllt, ne? Irgendwie schon. Kann ich schon mal so eine Kerze da haben, so ein Fackelchen? Wie viel sind dazwischen? Zwei, zwei. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, zack. Der ist von über. Eins, zwei. Ach, da machen wir mal. Machen wir mal. Unterbrechen wir mal die Regel. Dann haut das nämlich hier auch viel, viel besser hin, als hätte ich es geplant. Habe ich aber nicht. Habe ich aber nicht. War reiner Zufall. Hier unterbrechen wir die Regel auch mal eben. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, zack. Ja, zack. Zack ist gut. Zack. Zack. Und dann soll das wohl hinhauen. So. Jetzt, ich musste aber doch mal öfter gucken. Das sieht ja echt irre aus. Holla. Aber der wird sich nicht bewegen können, oder? So große Pisten, das können sich doch nicht bewegen. Sieht schon cool aus. Und jetzt macht es gleich Bonk. Und dann bin ich platt. Bonk. Bonk. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Da müssen wir hier wohl irgendwie einen Gang drüber machen, wa? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, hier könnte, theoretisch könnte man sagen, hier könnte ein Gang rüber. Und dann kommt da unten vielleicht so ein Tor hin oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Sinne von der Ma ist, was ich hier verzapfe. Aber das kriege ich schon raus, weil wenn es nicht passt, dann kriege ich gleich einen auf den Deckel. Dann kriege ich bestimmt gleich einen auf den Deckel. Auf den Deckel kriege ich denn einen. So, nee, zack. Zack, 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 zack. Machen wir die anders. Zack, 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 zack. So, zack. Haben wir die? Haben wir die auch versetzt? Nee, die haben wir gleich, ne? Ja, dann machen wir die hier auch gleich. Dann machen wir die auch gleich. Zack, zack, zack. So. Dann sieht das doch auch schon gleich cool aus. Cool. So, dann muss ich mir für da unten mal eben was überlegen, ne? Das kann ich ja dann hier nicht so einfach so machen. Gott sei Dank sind die auch. Das war bestimmt kein Zufall. Das war wahrscheinlich volle Absicht. Das würde ich einfach jetzt mal so spontan behaupten. Dass da der Ma, als er das hier gesetzt hat, auch mehr als zufällig. Also der hat da wohl. Das sieht mir sehr nach Nachdenken aus. Also anders als ich normalerweise baue. Muss ich vielleicht nochmal ein ernstes Wort mit ihm reden. Also dass das hier mit dem Nachdenken, dass das eigentlich hier nicht so üblich ist. Ach, dann können wir die vielleicht auch einfach mal ganz durchbauen. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, sah das gar nicht so schlecht aus. Irgendwann soll ja auch dieser Beleuchtungsbug bei den Half-Slabs und bei den Treppen verschwinden. Da verlasse ich mich jetzt einfach mal drauf. Und vielleicht, ganz vielleicht, könnte man dann auch noch sogar so machen. Nee, so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, passt nicht ganz, aber na, geht schon irgendwie. Ne? Und kann ich da jetzt noch, wenn ich den da wegmache, ist der wieder weg, ne? Ich hätte den gern so um die Ecke. Wenn ich den so setze und den so. Ah, dann geht's. Okay, dann machen wir das. Dann machen wir den weg, den weg, den hin und den dahin. So. Hier dann das gleiche. Den weg, den weg, den so und den so. Und hier nochmal das gleiche. Den so und den so. Okay. Dann würde ich sagen, ist das das. Da kann man ja theoretisch auch hier das Eisen fortsetzen, wenn man möchte. Da muss ich gleich mal gucken, ob das denn was aussieht. Wäre ja zumindest irgendwo auch konsequent, aber das heißt ja nicht, konsequent ist ja auch keine Lösung. Das heißt ja nicht, dass das aussieht, wenn man das so macht. Aber ich glaube, das kann man so lassen, ne? Ich glaube, das kann man theoretisch und praktisch kann man das so lassen. Boah, was wird denn das hier? Holla. Meine Fresse. Holla.
Beeindruckend, beeindruckend, beeindruckend. Und in was für einer kurzen Zeit, ey. Irre, völlig irre. Da ist jemand noch kranker als ich. Und Märchen zusammen. So, das ist ein Slime. Wieso? Die kämpfen hier, die in den Minen herrscht ein massives Slime-Problem. Die habe ich mir noch gar nicht alle angeguckt. Das muss ich jetzt ja erstmal machen. Okay. Oh, kann ich hier mal eben irgendwo. Ich habe doch hier so schöne. In diesem Medieval-Text-Shop-Pack gibt es doch so. Kann man doch so schön den Stroh irgendwo hier so hinlegen. Das ist doch gar nicht so. Finde ich gar nicht so verkehrt. Eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht. Ich habe doch mal ein bisschen Stroh verteilt. Also die Bude ist cool. Hier ist keine. Doch, da unten ist noch eine, ne? Ja, genau, da unten. Die ist noch nicht eingerichtet. Okay. Dann gehe ich da mal ganz schnell wieder raus und holen wir das irgendwann mal nach. Da waren wir gerade drin. Meine Güte, da muss man ja aufpassen, dass man sich nicht verläuft. Hier ist spärlich eingerichtet. Okay, dann muss man das vielleicht nochmal machen irgendwann. Hier ist auch zumindest irgendwie eingerichtet. Ach, das... Ah, Mist. Dann nehmen wir mal statt... Das machen wir das mal so. Schön auch ein bisschen so... Wo komme ich her? Da komme ich her. Jetzt erst geht es runter. Also das finde ich gar nicht so schlecht hier mit den Gängen. Ja, ist doch auch nett. Da ist Wasser drüber. Wasser drüber ist natürlich doof. Und das hier finde ich, glaube ich, auch ein bisschen doof. Glaube ich jetzt mal einfach. Ich sage jetzt mal einfach, ich finde das hier auch doof. So vielleicht. So. Ja, so ist, glaube ich, okay. So. In Ordnung. Na, vielleicht auch so. Okay, unten waren wir. Und dann geht es ja noch hier oben, glaube ich, weiter. Ach. Okay, kann man machen. Kann man machen. Ach, schön, mit Dunstabzug zu Psaube. Oder so mit Kaminrohr, Quatsch, Dunstabzug zu Kamin. Okay. Und dann war es das auch schon. Ja, da kann man von da oben ja noch mehr Wohnungen reinmachen. 3, 4, 5 oder so. Ich bin gespannt, was das da wird. Ey, aber der Berg darf da... Achso, der ist noch ein bisschen von dem Berg weg. Das sah nur so aus. Eine perspektivische Verschiebung. Wie hoch sollen das werden, Leute? Wie hoch sollen das werden? Ich kriege ja Angst. Das Loch ist ja gleich wieder zu. Oh Mann. Okay. Ah, das wird von außen jetzt auch noch ein bisschen bombastischer gemacht. Ja, könnte ich ja eigentlich ein bisschen mithelfen. Aber das mache ich mal nach der Aufnahme. Für diese Aufnahme soll es nämlich jetzt erstmal auch reichen. Und das heißt, ich sage jetzt einfach mal danke fürs Zuschauen und ich gehe mal immer auf eine bessere Position, dass man dann vielleicht noch ein bisschen zugucken kann, während ich sabbel. Dann soweit schon mal danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns vielleicht demnächst wieder, beziehungsweise ihr schaut ja einfach rein. Bis dahin alles Gute, viel Spaß und ja, dann sage ich jetzt mal Tschüss.